So, let's go, Ghostbusters, let's go. Wir probieren das mal ein bisschen aus, fahren den Weg nämlich noch mit. Und da muss man mal einmal abspeichern. Weil ich nie genau weiß, wie die Aufnahme wird, weißt du? Wenn ich vorher speichere und dann die Aufnahme nichts wird oder irgendwas passiert, dann habe ich nachher voll gespeichert, dann habe ich da all das, was ich getan habe, dann schon versaut. Dann habe ich dann seht ihr nicht, was ich getan habe. Deswegen speichere ich nicht. So zwischenzeitlich. Ist natürlich dumm. Aber in dem Fall gern das zu tun. So kann ich nur was nochmal auf den Speicher zurückladen. Und dann halt nochmal neu spielen. Ist natürlich dann auch irgendwie kappes, ne? Aber naja, so ist jede Situation hat so ihres. Ah, diese Dinge wollte ich mal mitnehmen. Vergaß. Die Hardsticks. Hardsticks, jetzt wo ich sie gerade sehe. Wo ich sie gerade sehe. Ein paar harte Sticks. Mein Gott. Fahren aber auch wie die besenkten Säue. Scheint aber ein bisschen weiter weg zu sein. Der war ein bisschen leiser, der. Habe ich das Messer jetzt weggepackt? Ich will gerne noch mal einen Speer machen. Habe ich hier noch ein Messer? Weil ich so schlau bin, habe ich das alles weggepackt und nicht mitgenommen. Ich bin so schlau, ey. Ich bin so ein schlauer Vogel. Ich bin so ein Schlaukopf. Ich hoffe, in der Höhle habe ich nur eins in der Kiste irgendwo. Ah, ich bin ja so ein Schlaukopf. Oder in den Kisten, in der Mine. Da 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 Schubidubidubidudu. Dubidubidubidum. Da 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 da. Ein Messer, sehr gut. Das ist auch das, was ich weggepackt habe. Muss man mal ein neues nehmen von der Stadt. Ein 100% Messer wäre nicht schlecht. Sollte man immer dabei haben. Oder zumindest auf dem Auto. Der Dock mich hält aber ganz schön lange aus. Wahrscheinlich beim nächsten Neustart, ne? Also wahrscheinlich weg. Hilft mir aber auch nicht so unbedingt, muss ich sagen. Der sollte mir eigentlich mehr helfen. Auch, also ohne, da ich ihn irgendwie angehe, anzugreifen. Ja, ich meine dich. Du kannst mir mal ein bisschen mehr helfen, Junge. Du kannst mir mal ein bisschen mehr helfen. So, wie sieht's aus? Keiner da gerade. Müssen noch ein paar. Was brauche ich noch? Zwei Left. Da, ich wollte gerade sagen. Ich hab sie doch. Bin zu schwer, ich weiß. Ich bin zu schwer. Warum auf meinem Kost Speere? In der Mine zu bauen ist auch eine gute Idee.
und die jederzeit hindurchkommen können. Oh, ich habe Durst. Ich habe Durst. Wir müssen mal eben kurz ein bisschen Dosen Obst. Geh mal kurz raus, hol ich mal die Kommode. In der Zwischenzeit stelle ich das Ding mal hier so hin. Guck mal, ob die darauf losschlagen. Wenn die das Ding haben. Das müsste genau die Richtung sein. Da weiß ich Bescheid, die zerstören auch die Schränke. Na komm. Man könnte auch Stühle vielleicht da hinstellen. Als Blockade. Weißt du? Jetzt weiß ich ja, warum der hier die ganzen Stühle hinstellt. Das ging vielleicht auch. Die ganzen Stühle da, diese Holzstühle aus der Old West Town. Moin. Kollege. Der ist spürbar sauer, ich merke das. Okay. Schrank wird nicht angegriffen. Ich glaube, die Schrankblockade könnte funktionieren. Schrankblockade könnte funktionieren. Ich wollte schon längst eine Aufnahmepause machen. Aber es ist gerade so spannend. Es ist gerade so spannend. Vorsicht. Die Stühle, Alter. Die Stühle. Die ganzen Holzstühle, weißt du? Oh, warte mal. Da. Pack mal irgendwas, das ganze Zeug hier weg. Ah, das ist nicht zu fassen. Ich habe immer. Es macht gerade so Spaß. Ich kann nicht aufhören. Ich kann gerade nicht aufhören, weil es gerade so Spaß macht. Wenn die in dem Moment natürlich zufällig irgendwas kaputt machen, wo ich nicht damit rechne, dann sind natürlich die Sachen weg, ne? Das ist natürlich ganz klar. Da mit den Stühlen, das könnte ich, wenn die richtig gesetzt werden, könnten die vielleicht auch blockieren. Sorry. Ich mach's. Ich fahr mal kurz gucken. Ich glaube, die sind bereits für mehrere Wochen sind schon vorproduzierte Folgen fertig. Wie gesagt, wenn ihr jetzt in den Kommentaren mir irgendwelche Tipps geben wollt, dann nicht wundern. Das ist alles Vorproduktion. Ich kann dann erst wieder in der nächsten Aufnahmesession darauf reagieren. Ich werde natürlich in den Kommentaren antworten, gar keine Frage. Ich werde natürlich antworten. Deswegen sind auch die ganzen Stühle hier. Also warum kann man, ja, wenn ihr die heil lassen, dann kann man die, kann man eine Stuhlblockade machen. Vielleicht auch beim Berserker. Aber die muss man, die kriegt man da nicht rein. Man muss ja kriechen. Das ging früher, aber jetzt, wo man da durchkriechen muss, ist das nicht mehr so gut. Da muss man echt kämpfen jetzt. Oder mit vielen Speeren, Akupunkturen. Aber der Weg dahin, in den ganzen Stühlen und so. Moin, Wolfgang. Diese Plastikstühle oder diese Holzstühle oder diese Schaukelstühle. Ich würde fast sagen, die wuchtigen, ne? Man so auf dem Weg der Old West Town so findet. Ich glaube, wir können uns verschiedene Blockaden bauen. Ich glaube, es funktioniert. Ah, guck mal. Ach, schau mal. Der hat aber auch toll gefahren. Wie ist denn der gefahren? Okay.
Was hast du denn für uns als Dank? Aber sicher. Thanks. Toll. Das war ein super Gegenstand. Das war ein super Gegenstand. Oh. Naja, ich bin ja, ich möchte ja nicht jetzt hier, ne? Also unverschämt werden. Ich möchte ja nicht unverschämt werden. Eine Bandage hilft nur, wenn man blutet. Bis jetzt bluten wir nicht. Lassen Sie trotzdem mal dabei. So, Stühle. Da müssen wir natürlich wieder schauen. Wir finden auf dem Weg einige Stühle. Ich glaube, die Schaukelstühle sind groß genug. Und dieser eine komische Sessel. Ich glaube, wir haben ein paar Stühle. Die könnten vielleicht eine Blockade sein. Und ich glaube, die werden bestimmt auch nicht zerstört. Bei den Schränken, ich glaube, da haben wir Glück gehabt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zerstören die die? Ich kann mir das, also da traue ich dir, den traue ich nicht so wirklich. Ich würde gerne, es gibt so viele Stühle hier, vielleicht können wir die Stühle nehmen. Aber wir setzen sie natürlich so rum, dass sie nicht die auf dem Sitzfläche dann plötzlich dann eine Leiter haben. Das so doof bin ich dann doch nicht. Oder ein Sofa. Das wäre natürlich noch besser. Jetzt können wir uns auch den Dreifachköcher auf jeden Fall leisten. Liegt da mal immer so eine Menge. Ja, der wird, glaube ich. Glaube der. Der wird weggeschoben, oder? Oder? Ah, das könnte funktionieren. Das könnte genau die richtige Höhe haben. Könnte funktionieren. Der könnte schon gehen. Diese Hochstühle, die haben genau die richtige Höhe. Wenn man die richtig hinstellt, das könnte funktionieren. Und er natürlich. Wobei ich die ganz gerne auch für mich hätte. Ach, schön. Es ist doch schön. Wie man das Spiel irgendwie schön austricksen kann. So wunderbar. Der ist nicht für uns. Da ist auch nichts drin. Mal weitergehen. Also eine zweite, eher eine dritte Blockade, da wo man, wo der Schalter ist. Irgendwo da so wäre auch noch eine nicht schlecht. Wem sie spawnen immer so schnell nach. Da muss man echt alles schnell eintragen. Stehen wir gerade echt nicht gerade hier. Oh, weil der Wagen nicht gerade steht. Ma. Ich werde wieder ungehalten. Ah, dieser Hochstuhl, der könnte eigentlich schon reichen. Dann noch die paar Stühle aus dem Restaurant unterm Hotel. Die müssten eigentlich auch gehen. Wenn die sich natürlich da dann hoch springen, wie bei den Kisten in der ersten Lage. Ja, das ist natürlich. Oder man setzt erst unten Kisten und dann oben drauf die Stühle. Man erst unten eine Reihe Kisten nimmt und obendrauf dann die Stühle setzt. Das würde gehen. Das wäre vielleicht gut. Mann, Alter. So viele Ideen hier. Nur um das Spiel irgendwie zu überlisten. Hier war noch ein weiterer schöner Sessel. Viel zu schade eigentlich, um die da in die Mine zu stellen.
Viel zu schade eigentlich. Ja, schmeißet weg, Junge. Schmeißt du da nicht. Also ehrlich. Fängt schon wieder an zu regnen. Regnet aber oft hier in der Welt. Regnet aber oft hier in der Welt. So, theoretisch bald sollte es schon reichen eigentlich, ne? Schon wieder ein Gewitter, mein Gott. Alle Stühle sind dabei, okay. Also die Stühle im Hotel unterm Bereich, die würden sich glaube ich sehr dafür eignen. Aber die eignen sich sehr gut. Machen wir eine kleine Stuhlblockade. Deswegen sind wir ja auch so viele. Die hat damit gerechnet, dass wir das machen. Deswegen stehen hier auch so viele rum. Wir müssen sie ja nur blockieren. Erst einmal genug, oder? Da kommt den, oder? Das ist schon sehr, sehr geil, das Gewitter. Mann, ich liebe das Gewitter. Ich liebe dieses Gewitter. Der wäre auch nicht schlecht. Der Barocker. Der ist wuchtiger, ne? Der ist wuchtiger. Mit der Lehne nach oben. Also die Sitzfläche zum... nicht zum Gegner hin. Sollte die eigentlich blockieren. Ich glaube, damit rechnet das Spiel noch nicht. Noch nicht. Ich hoffe, der Entwickler... Oh, alles dabei? Tatsächlich. Fassbar. Jetzt geht's. Jetzt kann man plötzlich hier wunderbar stapeln. Wir haben aber, glaube ich, alles erstmal dabei. Weiß mal, warum es so viele Stühle gibt. Jetzt kann er stapeln. Ne? Bei den Schränken, da ist er eingeschränkt. Ich verstehe es manchmal nicht.
Ich verstehe es manchmal nicht. Naja, was soll's. So, dann kann man nämlich dann die Kisten, da brauchen wir nicht so hoch zu stapeln, dann kann man die einmal bei der ersten Blockade da nur Stühle hinsetzen vielleicht. Dann teilen wir die ein bisschen auf. Dann nehmen wir die untere Reihe Kiste und oben drüber kommen Stühle. Alter, ist aber ein richtiger Regenguss. Alter Finne. Alter Finne, das ist aber ein richtiger Regenguss gerade. Und ja, ist die Einrichtung wieder weg. Die Einrichtung der Kirche. So, das war's. Ach, geil. Macht mal Spaß. Also ich bin echt. Ich wollte eigentlich schon längst anfangen mit dem. Mit meiner Behausung. Aber ganz ehrlich, geil. Mega cool. Wo habe ich da eigentlich mein ganzes anderes Leder? Hatte doch noch überall noch. Ich hatte noch Leder über. Wo habe ich die? Da ist das, genau. Da können wir uns nämlich den Dreifachköcher Platz, Gedungsel bauen. Da brauchen wir, glaube ich, 8 für, ne? Acht. Okay, machen wir später. Wir haben erst 7. Ich glaube, wir haben tatsächlich eins zu wenig, aber wir finden glaube ich irgendwo noch eins. In der Welt. Ein Türchen. Ist noch Holz. Moment, mal mitnehmen. Packen es erstmal weg. Das wiegt ja auch ein bisschen was. Nicht so viel, aber immerhin. So. Bandage brauchen wir eigentlich gar nicht. Okay, dann fahren wir mal Richtung Mine zurück. Übernachten dann in der Höhle. Oh, sieht so geil aus. Sonnenuntergang. Aber wie gesagt, beim Berserker, den zu besiegen, da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Da muss man wahrscheinlich echt kämpfen. Oder man rennt ganz schnell hoch und versucht dann in den Büroräumen da oben über der Treppe da irgendwie auszuschalten, den irgendwie da festzubacken oder so. Oder man baut da oben irgendwie was hin, Schrank zum Blockieren. Dieser eine Raum, den sehe ich irgendwie als kleine Hoffnung, dass man da vielleicht was bauen könnte, dass man den da irgendwie hinlocken könnte. Das habe ich ein bisschen als Hoffnung, dass man da vielleicht etwas erstellen könnte, um den zu besiegen. Wir müssen ihn nicht besiegen. Im Augenblick kriegen wir die Blaupause noch geschenkt. Kann aber jederzeit kann das anders werden. Und dann müssen wir ihn besiegen. Aber im Augenblick kriegen wir die. Deswegen würde ich die Tuning-Garage auch so schnell wie möglich bauen, bevor ein Update kommt und das irgendwann unterbindet, dass man die Blaupause nicht braucht. Dann haben wir immerhin schon mal die Garage gebaut. Wie oft bin ich heute schon hier hin und her gefahren und gelaufen? Meine Güte. Alter!
Ach, wenn dann so. Wenn dann so. So, wir übernachten in der Höhle. Ups, ich war wieder zu weit. Mir gefällt das hier. Echt cool. Mir gefällt dieser Ort. Naja, also nicht alles, aber etwas. So, wir können direkt schlafen. Zur Sicherheit. Machen wir die Tür zu. Gut. Ja, Tag 14. Viel getan, diese Aufnahmesession. Schon viel erledigt. 6 Uhr, schon hell, finde ich gut. Es wird gerade hell. Yeah, zack. Okay, mal gucken. Also motiviert ist der Rote auf jeden Fall. Der will schon mal ganz gerne ein bisschen darüber hinaus geleiten. Den muss man mal ein bisschen zügeln. Okay, da wären wir wieder. Da wären wir wieder. Der neuen Idee. Schaukelstuhl. Es gibt ja mehrere Schaukelstühle, glaube ich. Einen brauche ich auf jeden Fall für mein Anwesen. Eigentlich den Sessel eigentlich auch. Probieren wir mal also einmal aus. Jetzt weiß man auch, wozu der hier so viele verschiedene Arten von Stühlen eingebaut hat. Genau deswegen, dafür ist es gedacht. Ich habe es irgendwie nicht nur zum Sitzen, sondern einfach nur. Ja. Ich habe ihn erkannt. Geh mal hier drauf. Jetzt tun wir mal die Stühle hier runter. So, einmal. Zweimal. So. Fangen wir den mal an. Könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Und den haben wir noch ein paar mehr. Also da kann man noch ein paar von holen. Kann man immer noch austauschen. Das war so als Test. Sieht schon sehr cool aus. Lichteffekte. Herrlich. Es macht einfach gerade so viel Spaß. Ich kann einfach nicht aufhören. Oh Mann, das wird ordentlich geschnitten hier. Das gibt ordentlich Episoden. Mal gucken, wie lange ich die mache. Ich wollte eigentlich schon längst aufhören, aber da kam die Idee dann mit der Blockade und dann kam immer wieder eine neue Idee. Ja. Wenn man halt die Hühnerkinder nicht nehmen kann, was dann? Dann kommt halt so etwas bei raus. Dann kommt halt sowas bei raus. So, der schlägt den Schrank nicht kaputt. Okay. Doch, dann ist das auch nicht mehr so hoch, glaube ich, oder?
vielleicht gar nicht mal so hoch. Die Schränke, die. Stühle da so vorsetzt. Oh, die Dinger. So rum. Ich reichen auch nur die nebeneinander. Ohne dass den Unterbau. Ich kann mal die eine Kiste noch wegmachen. Ich probiere rum. Mache hoffentlich keinen Bumm. Das ist am Schweben, ist nicht gut. Die Stühle alleine. Sie sollten die richtige Höhe haben. Oh Gott. Was für Ideen habe ich hier plötzlich? Nicht so laut sein, weil unten sind noch welche. Dann sterbe ich gleich wieder. Wir probieren es erstmal nur ohne die. Erstmal nur die Stühle. Ich ja nicht so laut, sonst kommen die anderen gleich. Wenn es nur mit den Stühlen geht, das wäre nice. So, unser erster neuer Schrank. Unser erster neu gebauter Frank, der Schrank. Wahrscheinlich schlagen die mit einem Mal kaputt. Aber dann wissen wir immerhin Bescheid. Und wenn wir, jetzt hier wieder rausrennen, ist ja erstmal nur einer da. Hier kriegen wir dann nur was gehandelt. Da würde ich auch sagen, dann nehmen wir die ganzen Holzstühle aus den ganzen Old West Town. Aber ob das ausreicht, die nicht da drüber glitschen. Ob die da nicht drüber glitschen, ganz elegant. Ich weiß es nicht. Ich möchte da noch keine Prognose abgeben, ehrlich gesagt. Man muss heutzutage echt so handeln. Wenn er schon die sicheren Hühnergatter nimmt, dann muss man halt anders handeln. Aber ich sollte die Tonne, glaube ich, nehmen, ne? Sollten die Tonne, glaube ich, mit einbauen. Ich hoffe, die gehen nicht irgendwann hoch. Keine explosiven Tonnen, die gibt es ja auch noch. Das war eine, ne? War das eine explosive Tonne? Ich glaube ja. Ein paar davon. Nee, das da vorne war eine, glaube ich. Die war nur so. Die war mit dem Symbol drin, dass man die irgendwann mal bewegen kann, glaube ich. Wieder unten in der Mine. Wo der Bretterverschlag ist, wo ich vermute mal, dass man irgendwann vielleicht mal das Ding aufsprengen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Gut, dann haben wir ja noch einen Bereich mit einem Bretterverschlag. Da kommen wir noch nicht hin. Wer weiß, was da geplant ist. So, das sollte funktionieren. So, das nehme ich gerne mit. Den Zucker kannst du behalten. Oh, hier drüber zu kommen ist aber... Es wird Zeit zu testen. Wir rennen mal ganz kurz raus. Lassen wir mal kurz spawnen.
Was leider Gottes sehr schnell geht, finde ich. Dass da wieder einer ist, finde ich ganz, ganz gemein, dass das so schnell funktioniert. Dass er ganz schnell wieder einen Zombie bereithält. Das ist echt gemein. Siehst du, da schon wieder einer ist. Unfassbar. Hey, Klaus Gustav? Boah. Oh oh. Oh wie lange hält das? Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Aber scheint zu halten. Okay. Okay. Es dauert einen Augenblick, aber die Stühle werden vernichtet. Scheiße. Oh, Halleluja. Na, ich hab's gewusst. Okay, Stühle kannst vergessen. Stühle kannst du voll vergessen. Die halten nur für vorübergehend. Ja. Dann würde ich vorschlagen, zurück Marsch, Marsch. Machen wir hier mal die Wartereihe. Stühle kannst vergessen. Die werden vernichtet. Da habe ich Sorge, dass der irgendwann die anderen Sachen auch nachschiebt. Dass man die vernichten kann. Dass sie. Warum kann ich nicht aufnehmen? Mann! Komm schon. Machen wir hier so eine kleine so einen kleinen Wartebereich. Wartezimmer für den Berserker. Haben Sie einen Termin? Ja, nehmen Sie bitte Platz. Der Termin, ja, verzögert sich noch ein bisschen. Okay, aber das, was wir hier mit den Kisten machen, ist, glaube ich, trotzdem soll ich. Ich würde vorschlagen, die Sachen. Das geht kaputt. Bin ich ganz sicher. Das sollten wir testen. Den sollten wir testen hier. Der ist aus Metall. Vielleicht geht der noch gut. Okay, meine ich. Okay, bei den Schränken machen sie aber nichts. Scheinbar. Mensch, wenn Stühlen klingt. Es dauert aber auf jeden Fall eine Zeit lang. Es dauert eine Zeit lang. Dass die Dinger, die Stühle erledigt werden. Den hier in der Ecke. Ist gar nicht mal so verkehrt. Das war ein Versuch wert. Das war ein Versuch wert. Das war ein Versuch wert. Dass sie so schnell wieder spawnen, das ist aber auch scheiße. Wenn man einmal rausrennt, schon liegen die, sind die wieder da. Warum? Das finde ich Blödsinn. Einmal erledigt und dann hat man ein bisschen Ruhe. Das wäre doch was. Aber warum die so schnell wieder spawnen, das ist einfach. Ich weiß es nicht. Ja, das geht, glaube ich. Und noch eine daneben.
Den Hocker müssen wir mal einfach mal kurz gucken. Ja, diese Stühle werden jetzt vernichtet. Boah, das Ding aus Metall. Das wäre noch mal interessant zu wissen. Angst, dass er sonst auf die Kiste haut. Deswegen mache ich das ein bisschen weiter so. Okay, zwei Kisten reichten. Haben die gereicht? Bin ich ganz sicher. Aber lieber noch eine dahin. Holla, holla. Was ich hier ausprobiere, braucht ihr nicht zu versuchen. Also, ne? Was ich hier probiere, braucht ihr nicht zu probieren. Warte. Jetzt komme ich nicht an die Kisten ran. Ein bisschen höher stehen, sonst ist das wahrscheinlich nicht die richtige Höhe. Dann gucken wir mal. Nochmal raus und wieder rein. Nehmen wir mal das Ding hier mit. Das wird wahrscheinlich ist auch aus Holz, ne? Das schlägt auch kaputt. Hundertprozentig. Eieieiei. Das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl. Ach, Mist. Mal sehen, wie lange er braucht. Mal sehen, wie lange er braucht. Alles Studie. Wir machen hier einen reinen Studiengang. Das ist auf jeden Fall der Horror. Okay, alles klar. Und der Schrank? Der Schrank? Er kennt keine Schränke. Es kann natürlich auch sein, wenn er jetzt höher wird, dass er da auch dann drauf schlägt. Also das, was in seiner Schlaghöhe ist. Wobei, das ist ja die Schlaghöhe. Nee. Nee, 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 nee. Also die Schränke sind im Augenblick nicht zerstörbar. Okay. Alles klar. Interessant. Interessant, interessant. Du kannst das alles gerne behalten. Diese komischen Balken hier. Ich schenke dir was, mein Kollege. Okay. Damit mein innerer Monk mal wieder bestätigt werden. Wir haben auf jeden Fall noch Material für eine zweite Blockade. Glaube ich, hoffe ich. Okay, die Schränke, die werden wahrscheinlich nicht angerührt. Die Stühle ja, und das kann sich mit den Schränken jederzeit ändern, deswegen sollte man gucken, dass man da vielleicht nichts ganz Wichtiges drin hat. Zombies sind hier noch vorhanden. Man kann es natürlich dann einmal hierher locken, dann ausschalten. Das ging natürlich. Wenn man zurückkommt, steht da wieder einer.
Hier ist eine weitere Tonne. Die darf natürlich nicht hochgehen. Versehentlich. Tonne ist ganz gut. Kann man sich dann ein bisschen Schutz dran aufbauen. Wenn man jetzt ja oben drauf noch ein paar Schränke setzt. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt hier baue, wenn die Zeit vorgeschoben wird, wird dann... Kommen die Zombies mal wieder? Das wäre mal interessant zu wissen. Natürlich, das wäre natürlich echt arschig. Wäre echt arschig. Ich baue die erstmal so hier hin. Dogmeat. Aber man kann die auch so hinstellen. So rumstellen. Sind die breiter. Also so hinstellt, dann haben die eine, fast eine Länge, eine Breite meine ich, in der Kiste. Dann kann man hier über die Tonne vielleicht drüber hüpfen. Bereiten uns auf das auf den Ernstfall vor. Bereiten uns auf den Ernstfall vor. Jetzt ein bisschen weiter zurück. Der innere Monk. Dass man so schön leise ist. Und die Aufnahmesession wird länger und länger. Aber ich kann nicht aufhören gerade. Ich kann gerade nicht aufhören. Macht so Spaß. Das rumprobieren. Ich werde für einige Tage, Wochen wahrscheinlich Folgen haben. Mal bedauert reinkriegen. Wir brauchen auch noch einen Ort, um die zu pieken, ne? Theoretisch. Ich muss mal hier die normale Option nehmen. Da kann man vielleicht noch zwei nebeneinander. Wir müssen auf jeden Fall hier noch im Notfall schnell rüberkommen. Und dann vielleicht über die Tonne. Das passt natürlich nicht mehr, weil es toll ist. Weil es wieder super toll ist. Passt das natürlich wieder nicht. Naja, vielleicht erstmal so. Erstmal so vielleicht. Wir brauchen 2, 4, 6, 18, 12. 12 mal Bretter. 12 mal Bretter. Ah, jetzt baut er das schon. Sollte aber schon reichen, oder? Wir sollten da jetzt eigentlich schon keine Probleme haben, da mehr hinzukommen. Eigentlich könnten die da jetzt schon
blockiert sein. Wenn man es nicht ganz aufbaut, weißt du? Guck mal, hier, man steht schon davor. Die Bretter sollten eigentlich schon reichen. Man muss es nicht ganz aufbauen erst einmal. Wir können es natürlich, wir haben natürlich Material dabei. Der kommt nicht hier wieder hinter mir. Okay, Komponente brauche ich. Die Komponente. Am besten brauche ich Komponente. 4, 8. 8, 11 Komponente brauche ich. Komponente. Kann das noch ein bisschen, hinterher noch ein bisschen anpassen. Wir haben Durst. Aber noch ein paar Bretter. Okay, dann testen wir das Ganze nochmal, was so schön war. Wobei, wir haben hier, glaube ich, noch Komponente drin. Die wir ja auch leer bekommen. Schade, wenn diese Kommode kaputt gehen würde, wäre auch schon schade. Weil die, bis jetzt hieß es ja, das, was man hier so finden kann, ist nicht zerstörbar. Aber die Stühle sind ja auch findbar, weißt du? Ist das hier blockiert. Auch wenn die neu fertig gebaut sind, die kommen trotzdem nicht durch. Die kommen trotzdem nicht durch. So, dann haben wir eine weitere Blockade. Müssen wir nur gucken, dass wir hier irgendwie selber dann wieder rauskommen. Auch in Hast und Eile. Hast und Eile. Hier verstehen die unten. Muss aufpassen. Bisschen ruhiger müssen wir jetzt sein. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen näher ranbauen, weil wir da jetzt gerade noch mal korrigiert haben. Passt auch der dahin. Aber passt auch der dahin. Total sind die Schränke auch gar nicht. Die kann man sich eigentlich auch gut mal leisten. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Wir müssen einen Ort haben, um hier rüber zu kommen. Könnte gefährlich werden. Da hakt man, da hakt man. Und die kommen da, glaube ich, nicht rüber. Oder? Meinst du, die kommen da rüber? Bin mir nicht ganz sicher. Wenn wir jetzt hier noch, wenn wir hier noch einen Schrank vorsetzen, wenn wir die beiden Kisten vielleicht noch da zwischensetzen. Und den Schrank da noch hinten. Da haben wir hier noch eine kleine Blockade. Und die eine Holzkiste da noch hinsetzen. Das geht aber sehr unter. Ich hoffe, dass wir hier nichts, Move, das geht noch nicht, Move können wir noch nicht. Wenn wir da noch einen Schrank reinsetzen. Die Holzkisten hier. Dann haben wir da noch ein bisschen Blockade und können. Scheiße. Oh,
alles noch nicht so, wie es sein soll. Ist alles noch sehr gewagt, was ich hier mache. Aber wir testen, was gehen kann. Was gehen wird. Was nicht geht. Na komm, jetzt nehmen wir mal das an. Das sollte eigentlich reichen, ne? Die drei da noch drauf. Dann sind die nicht so hoch wie so ein Schrank. Wir kommen trotzdem noch rüber. So, theoretisch. Die schaffen es, glaube ich, nicht. Und der kommt dann damit hin. Und zack, kommt ein Update und schon werden Schränke zerstört. Das, glaube ich, wird irgendwann passieren. Aber dann habe ich immer in der Zwischenzeit, wo es noch nicht ging, immerhin eine gute Lösung gefunden, wo man das Spiel austricksen kann. Warum sollte man auch die Infizierten nicht so durch so eine Varianten abhalten können? Das ist doch legitim. Das würde man doch in der realen Welt auch machen, wenn man die irgendwie blockieren könnte. Das ist doch normal. Das würde man doch machen, oder nicht? Ich würde es so machen, wenn man die irgendwie blockieren könnte. Das ist kein Grund, da jetzt irgendwie zu sagen, nee, also das ist aber jetzt hier Modding. Und hier können wir dann noch ein paar Speere reintun. Und falls... Das Ding hier. Ah, da. Ich möchte es nicht ungern, möchte ich das verlieren. Ich möchte das ungern verlieren. Aus dem Lärm erst schon mal aus. Tun die einfach mal und noch Material führen. Schrank kann man noch bauen, ne? Schrank kann man noch bauen, dann packen wir da mal schon mal ein paar Sachen rein. 1 Uhr. So. Ich sichere mich ab, ich bin ja vorsichtig. Bin ja hochgradig vorsichtig. Weil ich nicht genau weiß. Man kennt das Spiel ja. Man kennt das Spiel ja. So, kann ich noch einen Schrank bauen? Ich glaube ja. Oder? Kann noch, glaube ich, einen. Ah, mir fehlt die Metal Scrap. Die Komponente. Ich brauche keine mehr. Hier hole ich nur alles weg. Leer. Das war leer. Muss ja nicht riskieren. Ne? Also ganz ehrlich, nicht so sehr riskieren. Die Sachen müssen ja nicht unbedingt da drin bleiben. Das hole ich alles raus. Packe ich dann alles in neue Schränke und nehme die dann wieder weg. Naja, schlagen die doch kaputt und dann sind die Sachen weg. Also das riskiere ich dann doch nicht. Da können wir mal kurz noch ein bisschen Holz machen, ne? Da habe ich keine. Habe ich da irgendwo eine Axt drin? Die sind auf jeden Fall leer. Schild. Da ist noch eine Axt. Wo ein Hammer ist, ist bestimmt noch eine Säge. Da war auch mein modifizierter Baseballschläger.
sind nur noch Metal Scraps dran. Da könnte man nur was auch verkraften. So, haben wir schon mal ein bisschen was gerettet. So, gut. Der Schaukelstuhl bleibt ja meiner und auch der Sessel. Die werde ich nicht opfern. Nein, 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 nein. Ich bin nicht blöd. So. Da können wir uns noch Schränkchen bauen. Mal weitere Sachen reinpacken. Die Pepsi läuft auch bald ab. Brauchen wir mal ein paar Schränke. Brauchen wir mal ein paar Schränke. Wetter ist auch wieder bestens. Der Stuhl, der ist ganz nett hier. Aber der ist so dynamisch bei. Habe wieder bald Überladung. Die Metal Scraps da rein. Wobei ich kann noch, habe ich noch. Kann ich noch einen Schrank bauen? Wir müssen auf jeden Fall jetzt Schränke bauen. Da die ganzen Kisten sind jetzt in Gebrauch. Da sind noch welche. Aber die ganzen Kisten sind alle in Gebrauch. Einen kriegen wir noch hin. Einen kann man da bauen. Wir wahrscheinlich auch die roten bauen können, ne? Naja, egal jetzt. So. Die nächsten sind dann rot. Die nächsten bauen wir dann in rot. Ich habe gerade den Untertitel nicht ganz gelesen. Naja. Nur fürs Transport. Die kommen in unser Haus. Da gehen wir erstmal dahin. Oh, er war mutig. Oh, der Zombie ist weg. Oh, da ist der Zombie. Hey, Fridolin! 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 Okay, man hört nichts. Das heißt, man hört nichts. Die Blockade steht. Die Blockade steht. Durch. Er kommt nicht durch. Sehr gut. Er wechselt also meistens von dort und hier. Okay. Die Blockade steht. Auf jeden Fall dick. Muss die Behälter leer machen. Das geht nicht. Behälter müssen leer sein. Kann auf gar keinen Fall. Kann auf gar keinen Fall. Da irgendwas drin lassen. Das geht nicht. Weil sie sind auch echt prall gefüllt. Wir werden noch einige Schränke bauen müssen. Wir werden noch einige Schränke bauen müssen. Das heißt, wir werden noch einiges an Holz brauchen. Schränkchen. Das schwere, würde ich vorschlagen. Naja, komm. Lass mal alles raus transportieren. Klappt auf jeden Fall ganz gut. Mal sehen, ob da jetzt wieder einer ist. Dass sie so schnell nachkommen, das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Hohn. Dass sie so schnell, also das ist doch. Da steht er wieder, ey. Unglaublich. Oh.
alles noch nicht so ganz so, wie es sein soll. Moin. Im Arsch. Stamina ist im Arsch. Oh ja, hat sich gelohnt, die Fahrt zum Mond. Gut, Freunde, das glaube ich war gar nicht mal so schlecht, was wir jetzt hier gerade rausgefunden haben. Das war glaube ich gar nicht mal so schlecht. Wir können sogar noch laufen, so voll sind wir noch gar nicht. Hier nach und nach die Sache mal mit. So, eine Blockade brauchen wir, glaube ich, unten noch. Eine dritte Blockade. Können wir da auch aus Schränken bauen. Also, so wie es ausschaut, kann man da ruhig leere Schränke hinsetzen. Leere, bitte. Also, ich glaube, leere Schränke ist das Sinnigste. Man sollte nichts anderes in den Schränken verwahren. Das ist keine gute Idee. Voll. Haben aber Hunger und Durst. Jetzt haben wir wieder Platz. Jetzt haben wir wieder Platz. Wenn die Mine wenigstens, wenn es sich wenigstens lohnen würde, weil es ist ja, man braucht sehr dringend, sehr, sehr dringend braucht man, wie heißt es, diese Eisenerze. Wenn die nicht so verdammt selten wären. Wenn die nicht so verdammt selten wären, dann würde ich das Ganze ja noch mehr lohnen, das, was ich jetzt hier gerade mache. Aber sie sind ja so verdammt selten. Also ganz ehrlich. Wir brauchen noch mehr Schränke. Aber auch mehr Komponente. Mal kurz aufstehen. Oh, Alter, ich saß zu lange. Ich brauche dringend eine Aufnahmepause. Muss ganz dringend mal mich ein bisschen bewegen. Ich sitze zu lange hier vor. Eieieiei. Alter, Finne. Aber es hat halt einfach Spaß gemacht. Wartet immer noch. So, Komponente brauchen wir, ne? Wir brauchen dringend Komponente. Ein paar Schränke. Das reimt sich. Okay. Das geht nicht. Mach's jetzt nicht. Ich mach's jetzt nicht. Mach das jetzt nicht. So. Haben wir noch eine andere Waffe, die ich noch zerkleinern kann für einen Schrank? Eine Zweitwaffe oder so. Den brauche ich noch. Ja, daraus kriegen wir ja auch auf die Schnelle ein paar. Die kann man auseinandernehmen hier. Die machen wir jetzt einfach mal auseinander. Für die Schränke opfern wir mal. Oh, hier ist noch mehr Leder. Sehr gut. Wir opfern für die Schränke ein bisschen Waffen. Ein bisschen Material zu bekommen. Batterien kann man mal auffüllen, die Taschenlampe. 3 Stück. Oh. Kommt's auch dran? Sehr gut. Und dann haben wir hier noch. Bisschen Wut. Boah, Alter. Na, okay, wir haben uns Heimarbeit mitgenommen. Wir nehmen uns mal Heimarbeit mit für ein paar Schränke. Sieht ein bisschen wüst aus hier, ne? Aber es wird ordentlich. Mit ein paar mehr Schränken wird es ordentlich. Solange es noch ein bisschen hell ist, mal schnell. Dafür ist doch die Höhle ganz gut. Stefan, wir müssen jetzt noch den ganzen Weg zurückfahren. Dafür ist die Höhle doch echt gut. Also ganz ehrlich. Das war eine super gute Idee.
Der Weg hierhin ist nicht ganz so gut. Mache ich eigentlich gerade wieder. Das mache ich hier gerade wieder. Ich sollte da noch mal so einen Wegweiser hinsetzen. Aber eigentlich kann man sie ja sehen. Aber im Dunkeln vielleicht nicht, ne? Ich mache da mal so einen Wegweiser hin. Dass hier die Mine ist. Warum nicht? Weil ich es kann. So. Das Loch im Boden, in der Decke oben, sorgt wieder für ein schönes Ambiente. So, Säge haben wir. So, ich hätte jetzt noch einen mitnehmen können. Einen Baumstampf und einen andere Baumstampf. Ah, sieht so schön aus hier. Richtig coole Arbeitersiedlung. Richtig cool. So, dann wollen wir mal. Schön. Das epische Licht des Autos. Auch sehr schön. Epische Licht. Ja, wir speisen dann am Morgen noch mal und besser sehen. So, da kann man hier was rein tun. Dann pimmen wir mal bis morgen. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Läuft ganz gut im Augenblick, meine Planung, glaube ich. So, eine Stunde noch. Können wir uns noch. Ja, wir brauchen, glaube ich, noch ein paar mehr. Ein paar mehr Komponente brauchen wir, glaube ich, noch. Ein paar mehr brauchen wir noch. Ja, so Schränke sind echt nicht teuer. Gucken wir mal ganz kurz nach. Wir haben diese roten Dinger. Kosten die genauso viel? Man kann doch die roten nehmen. Die kosten genauso viel. Mittelcontainer. Also, wenn ich das richtig verstehe. Bisschen Schutz vor Dieben. Aber nur ein bisschen, nicht sehr gut. Ja. Wir können noch mal ein paar rote bauen. Aber die Diebe sind noch nicht so schlau, glaube ich. Glaube nicht. Habe ich noch irgendwas zum Auseinandernehmen? Hier irgendeine Waffe oder so? Die kann man auseinandernehmen. Und direkt den Slot belegen. Den Kettenband. Wird alles sofort erstaut. Die mal mit, die Waffe. Das kann man wegpacken. Die Sticks kann man wegpacken. Ah, dann wird das wegpacken. Also über das Restore-Set bin ich echt enttäuscht, muss ich sagen. Bei dem Restore-Set bin ich echt enttäuscht. Ich dachte, das wäre so ein richtig schönes Erste-Hilfe-Set. Wo man dann, über Resident Evil dann hochfahren kann. Mit der Release-Anzeige. Oh, noch ein Zahnrad zum Stapeln. Kein Zahnrad mehr zum Stapeln, aber vielleicht da hinten. Wie viele Komponente habe ich? Ich kann mal eben kurz die Waffe harvesten. Wir fahren jetzt nach Harvesterhude. Harvesten ein bisschen. Gibt nur zwei, naja. Wie viele Schränke? 8 und 7. Gibt nicht so viele, ne? Müssen wir wieder sammeln gehen. 4 und 4 brauchen die. Ja.
mal ein bisschen. Waffen kriegen wir ja so oder so, immer mal wieder. Können wir auseinandernehmen im Notfall. Im Augenblick brauchen wir halt Schränke für den ganzen Stuff. Den sichern wir halt aus der Mine, aus den Behältern. Für den Fall, dass die halt doch zerstört werden. Und ich dann halt nicht da dumm dastehe und alles verloren habe, was in den Kisten drin ist. Deswegen hole ich mir die jetzt noch alle in neuen Kisten da wieder raus. Ein bisschen Metal Scrap und ein paar Komponente. Das ist schon echt, also ganz ehrlich, für 9 Euro, da kriegt man schon eine Menge. Ich glaube, bleib bitte da. Wollte gerade sagen, ich lasse sie jetzt zu meiner Höhle gehen. Könnte passieren. Oh, die marschieren zu sehr. Die marschieren zu meiner Höhle. Die kommen zu meiner Höhle. Okay, die wanderfreundlichen Banditen. Ah, leck mich doch. Glaub mich nicht mal ein Auto klauen. Alter. Die gehen in meine. Klauen die? Die gehen daran vorbei, okay. Die gehen alle in diese Richtung oder die besuchen sich gegenseitig. Auch das ist möglich. Feindliche Banditen. Okay. Sobald man eine Basis markiert, ist man freiwild. Nennen wir es mal so. Deswegen setze ich gerne eine kleine Hütte, ein bisschen weiter weg von der Basis. Lass diese dann als Basis aktiviert. Genau aus diesem Grunde. Vier brauchen wir, ne? Den können wir auch wegpacken erstmal. Alle Sticks, die kann man auch irgendwann gebrauchen. Wobei, wozu eigentlich, wenn man die Wiener Gatter nicht mehr brauchen kann? Für Pfeile natürlich, ich weiß, für Pfeile. Da ist noch einmal Komponente. Weitere Schere, ein frisches Hemd. Wir müffelten schon ein bisschen. Haben ja auch schon eine Menge getan heute in der Aufnahmesession. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Schade, dass dieser Eimer nicht mit daneben geht. Fake-Eimer überall. Furchtbar. So, ein bisschen Komponente wollte ich noch gerne haben, wenn ich Glück habe. Dann schleiche ich mich wieder zum Auto. Ich würde gerne noch ein bisschen sortieren, bevor ich hier Aufnahme dann beende. Ich wollte eigentlich schon lange aufhören. Aber es ist halt, wie es ist. Ja, die können ja auch in Auto lagern, theoretisch die Sachen. Dann kann ich die aber auch gleich mitnehmen. Ah ja. Ein Snickers. Lass mal liegen. Neues Hemd.
Tomaten. So, das sollte reichen, oder? Hätte ich ja noch ein paar Metal Scraps hier irgendwo eingesammelt, um 8-8 zu haben. Oh, ob ich das Glück habe. Da hinten vielleicht noch. Können wir da über die Straße wieder zurückgehen? Der Hund ist immer noch da. Aber ich nehme an, wenn ich, sobald ich hier neu starte, ist der Hund wahrscheinlich weg. So glaube ich, das wird wahrscheinlich so kommen. So, Metal Scrap brauche ich noch 2 Stück. Das wäre gut. Da liegt es noch. Ah, ich trage so viel und kann nicht rennen. Das wiegt viel, das Zahnrad wiegt viel, das kann man auf den Boden schmeißen. Wir haben eigentlich genug Zahnräder. Ansonsten bauen wir uns welche neu. Den Luxus haben wir ja. Da ist das andere. Das hätte ich auch ganz gerne noch. Ah, Mist. Warte, wir nehmen den gebrauchten Speer weg und nehmen das mit. Dann gehen wir mal da hinten über die Straße wieder zurück zum Truck. Auch die Banditen sind weitergezogen. Ein bisschen schleichen wir noch mal ein bisschen rum. Dankeschön. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Ich habe schwer zu schleppen. Warum kann Doc mit eigentlich nicht wie bei Fallout 4 Sachen tragen? Das verstehe ich nicht. So wie die Weste, dass man irgendwie wie so ein Sattel nur beladen kann. Das wäre doch was. Das wäre doch was. So, ein bisschen müssen wir jetzt hier ein bisschen langsamer gehen. Aber ich hoffe, das geht schnell vorbei. Die Nachbarn da oben sollen nichts mitbekommen. Dann bauen wir kurz die Schränke, setzen noch ein paar Dinge da rein. Dann haben wir das aber da auch für heute mal in der Aufnahmesession erledigt. Dann können wir mal überlegen, wie wir dann die andere Blockade da noch hinkriegen. Ich denke, diese beiden Blockaden sind schon wichtig, die wir da jetzt schon haben. Eine dritte, wenn wir da wieder zurückkommen, ist auch. Die wäre noch sehr wichtig, glaube ich. Also die dritte da unten, wenn man aus vom Berserker zurückkommt, da muss noch eine hin. Da muss noch dringend eine hin. Schön, wenn die Banditen jetzt hier mich sehen, angreifen. Schön, wenn ich nicht schnell laufen kann. Oder die Wölfe. Mitten im Wolfsgebiet schleiche ich mich hier so rum. Ist eine ganz gute Idee. Das ist eine gute Idee. Aber der Wagen ist schon sichtbar. Der Wagen ist schon sichtbar. Ja, komm, komm schon, du schaffst es. Du schaffst es, mein Freund, du schaffst es. Schaffen wir jetzt 4 Schränke? Ist das so? Habe ich richtig gerechnet? Ich bin nicht mehr so ganz zurechnungsfähig. Ich muss dringend eine Pause haben. Das wäre schön. Ich möchte zumindest gerne die Minenbehälter alle leer haben. Ich habe ja noch Metal Scrap in der Mine, fällt mir gerade auf. Wie schön, dass ich jetzt gerade noch gesucht habe. Metal Scrap haben wir ja noch in der Mine. In einer Kommode. Ich bin sehr gespannt, ob diese Kommode Kleinholz gehauen wird. Falsch ab. Zweig. Ich sage ja, ich bin übermüdet. Ich sollte auch hier vielleicht eine Lampe hinmachen, wo ich runter kann. Ich sollte hier eine Lampe hinmachen. So. Besser ist das.
Als kleiner Hinweis, ne? Für mich selber. Auch im Dunkeln. Oh weh, da sind jetzt Banditen vor der Höhle. Boah. Der aber ist echt assi. Ich meine, wir müssen nicht halten. Wir können auch durchfahren bis zur Mine. Aber auch die sollen jetzt durch die Blockade blockiert sein da, ne? Die können da jetzt, glaube ich, nicht rein. Keine Banditen, okay. Bin ich beruhigt. Boah. Holla. 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 So. Die Schränke können wir alle gebrauchen, die wir jetzt noch bauen. Müssen wir sowieso irgendwann alle bauen. Von daher können wir uns ja auch jetzt zusammenschrauben. So, dann wollen wir mal gucken. Wir werden mal eben kurz schauen. Wir bauen direkt die roten, würde ich vorschlagen. So, machen wir direkt mal ein paar Green Prints hier hin. Wir versuchen es mal mit 4. Können wir ja wieder abbrechen notfalls. Nein! Verflucht! Verflucht du sein! Verflucht du sein! Okay, Trick 17. Wir wagen mal Trick 17. Wagen mal Trick 17! Komm schon! Aufladen hier, ne? So, sollte erstmal genug Schränke sein. Erstmal Nebel. Auto schlafen geht nicht. Früher konnte man auf dem Schrank schlafen. Aber man konnte ein Bett hier drauf stellen, das ging auch. Kann ich schlafen? Nee, geht nicht. Da müssen wir erstmal den Nebel wegbekommen. Immerhin haben wir die Schränke schon mal gebaut. Frank, der Schrank ist gebaut. Die Mine bei Nebel ist auch keine gute Idee. Unsere Behausung. Gute Aussicht. Danke fürs Nichtstun. Ich sag's nur. Der Nebel kommt genau richtig, aber endet auch genau richtig. So, dann einmal ein Döschen. Ein kleines Döschen. Wie das Mimöschen. Da kommt noch eins. Nehmen wir uns noch eins. So, ich soll mal die ganzen Sachen aber leeren können in der Mine. Mal genug Schränke.
Okay, noch freigeladen, okay. So, jetzt einmal zurück. Einmal zurück zu Lück. Ah, ich glaube, diese Nachtzombies gibt es im Augenblick, glaube ich, gar nicht. Dafür gibt es aber diese anderen überlebenden Zombies, die wahrscheinlich kurzfristig erst infiziert waren. Die haben auch immer so toll geklungen und mit den Zähnen geknirscht, die Nachtzombies. Das hätte man schon längst mal gehört. Ich glaube, sie sind im Augenblick noch nicht aktiviert. Ich habe sie zumindest noch nicht gehört und gesehen. So, unsere Schrankparade. So. Oh, okay. Mal ein bisschen. Also, wir können, glaube ich, dieses. Für den Bogen kann man, glaube ich, bauen. Wir werden mal eben kurz Batterien austauschen. Einmal Gears. Hier könnt ihr also auch die Gasmaske austauschen. Press to use zum Aktivieren und Halten könnt ihr auch wählen. Entweder macht ihr das hier oder ihr macht das allgemein, wenn ihr die Gasmaske aktiviert habt. Aufhabt. Könnt ihr aber auch hier machen. Das steht auch direkt. Und hier könnt ihr das Feuerzeug auftanken mit dem Feuerzeugbenzin. Und die Batterie könnt ihr hier auffüllen. So, mal ein Slot wieder weg. Ein Schlot. So, den Schaukelstuhl würde ich ganz gerne für mich selbst benutzen. Ich nehme mal eben kurz einen Speer schon mal bereit. Einfach mal. Wie sieht's aus? Da ist der Herr wieder. Moin! Moin! Ich habe Post für Sie! Ich habe Post für Sie! Ein liebes... Na, na? Ich warte darauf, dass es irgendwie knallt. Dass er irgendwie darauf losschlägt. Nee, 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 nee. Das hat er noch nicht drin. Okay. Also, vielleicht bleibt das ja so. Aber ganz ehrlich, so eine Viecher, das würde jeder normale Mensch würde so handeln. Jeder normale Mensch würde doch die irgendwie blockieren. Jeder normale Mensch würde das so machen. So geht's gut. So geht's gut. Oh, ja, nur der Loot ist nicht so gut. Der Loot ist nicht so gut. So, lieber alles aus den Kisten rausnehmen. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Der gute Loot. Der gute Loot. So, das sind alles neue Schränke. Da ist eh nichts drin. So, und die waren auch alle komplett leer. Ich habe tausendmal reingeguckt, aber ich muss trotzdem sicher gehen. In den Schrank können wir theoretisch noch ein paar Speere reinsetzen. Das können wir auch machen. Den können wir da reinsetzen. So. Den einen würde ich gerne mitnehmen. So, das ist alles leer. Da sind nur Metal Scraps drin. Die hole ich auch da raus. Und dann probieren wir es mal mit dem Schrank aus. Ob die den zerstören. Da mache ich aber erstmal einen Speicher vorher. Das mache ich in der nächsten Folge. Weil bei der Kommode möchte ich gerne. Die möchte ich ganz gerne, wenn. Heile behalten. Ach, gut, pardon. Wir haben schon ordentlich Loot. Wir haben schon ordentlich Loot. So, das war's. Da können wir jetzt dann die ganzen Schränke irgendwie stapeln und zu uns in die Siedlung bringen. Wobei ich wollte vorstellen, das sind ja die ganzen. Das sind der. Der ist da noch. Die können wir theoretisch mit in die Mine. Den können wir mitnehmen in die Mine. Als Blockierung. Er ist so viel gemacht, aber egal. Wir können auch den packen. Dann können wir auch den noch mitnehmen. Als Blockierung. Ein bisschen Haushalt mit unserem, was wir hier so haben. Unsere Friesenmütze. Ah, da ist noch der schöne. Schöne, ja. Aufgemoddete Baseballschläger. So. Die haben wir dann schon mal. Dann haben wir da, vielleicht haben wir dann auch schon eine Blockade fertig mit den zwei Schränken und der Kommode. Vielleicht haben wir den auch schon fertig dann.
Tränke sind ja nicht teuer, die kann man sich ganz schnell wieder selber bauen. So, wir schauen mal. In der Höhe her, ja, müsste gehen. Wenn die Kommode nicht zerstört wird, haben wir unsere dritte Blockade fertig. Das müsste funktionieren. Oh, jetzt liegt er da noch, ne? Die Leichen bleiben länger. Die. So, mit der Kommode bin ich vorsichtig. Mache ich dann erst, wenn ich gespeichert habe, in der nächsten Aufnahmesession. Und dann würde ich mal vorschlagen, machen wir dann aber dann auch irgendwann auch. Bereiten wir uns dann auch vor. Auf das, was wir eigentlich wollen. Unsere Basis. Dann haben wir erstmal die Mine ein bisschen abgesichert. Ich weiß noch nicht genau, wie man. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meint, den Berserker zu beseitigen. Ich glaube, dieses eine Büro da oben, das könnte man vielleicht nutzen. Da könnte man vielleicht auch irgendwas hinsetzen. Oder den da irgendwie reinlocken oder so. Den Ort könnte man vielleicht dafür nutzen, den vielleicht auszuschalten. Sonst wüsste ich nicht, wie ich mit meinen begrenzten Kampf- und Spielfähigkeiten den da noch beseitigen sollte. Ich weiß es nicht. So, ein bisschen Ordnung muss sein. Weil jetzt schon die Aufnahme beendet, ne? Dann räumt man wenigstens mal alles zusammen. War eine lange Aufnahmesession, meine Güte. So, die Holzkissen sind ersetzt worden durch diese neuen Schränke. Sehr gut. So, einmal ein bisschen Krempel. Die können wir auch mal mitnehmen. Dann kann ich wieder vielleicht respawnen. Kupfer lassen wir mal liegen. Das lassen wir auch mal liegen. Die Sicherung. Diese Metal Scraps. Okay, wunderbar. Gut, Freunde, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine lange Aufnahmesession. Das hat wahrscheinlich eine Menge Folgen gebracht. Ich weiß nicht genau, wie ich sie geschnitten habe, wie kurz die Folgen werden, wie lange die Folgen werden. Vielleicht mache ich auch mehrere Tage Livestream abends dadurch. Kann natürlich auch sein, ne? Da ich dann erst anfange mit kurzen Folgen, wenn ich dann meine Basis baue. Kann aber auch sein, da ich dann hier noch mehrere Livestream-Folgen-Tage gemacht habe. Und dann, wenn ich dann anfange, meine Basis zu bauen, weil ich dann aus den Aufnahmesession mehrere kurze Folgen mache. Und mal gucken, wie ich mich da so entscheide. Dann mal gucken, wie lange es allgemein geht, diese Aufnahme. Ja, da sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war eine sehr interessante Aufnahmesession. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann gar nicht aufhören. Ich würde gerne noch weitermachen, aber ich muss mal eben kurz aufhören. Mal kurz aufhören. Mal auf, ja, meine Blase entleeren. Was trinken allgemein. Och Gott, das war huiuiui. Ja, aber hat sich gelohnt. Wir haben viel gemacht, viel probiert und wir sind schlauer geworden. Und ja, das ist das Wichtigste. Ob Doc mit der nächsten Aufnahme noch dabei sein wird oder ob er beim Banditen ist, ich weiß es nicht. Er hat wahrscheinlich wieder den Magen bis in die Kniekehle. Naja, dann ist er halt beim Banditen. Irgendwann holen wir ihn wieder zurück. Ja, das war eine weitere Aufnahme mit Survival. Ja, gerne Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Allgemein gerne mal reinschreiben. Gerne mal einen Daumen oben lassen und ein Abo und Glocke, um jederzeit über neue Videos informiert zu werden. Würde mich sehr freuen, damit der Miss Survival Fan Channel weiter wächst. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn das passiert. Denn da, wo Miss Survival draufsteht, sollte auch sehr viel Miss Survival drin sein. Und darauf bemühe ich mich jetzt auch redlich. Und ja, ich setze mich jetzt ganz in Ruhe hier in meinen Schaukelstuhl und entspanne mal eine Runde. Also, mach's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.